Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners, heute in Kiel auf der Whisky-Messe zusammen mit Andrea Caminici von Schlumberger. Und heute reden wir, glaube ich, über Mossburn. Genau. Das ist eine neue Sache auf dem Markt, oder? Ja, Mossburn ist ja im Grunde Mossburn Project, ist eine relativ große Geschichte. Steckt ein ziemlich großer Investor dahinter, der insgesamt im Spirituosenbereich sich weltweit einiges schon aufgebaut hat und jetzt seit einigen Jahren das Thema Whisky erkannt hat. Dazu gehört also zum Beispiel Turowake, die zweite Distiller of Sky, die jetzt schon läuft. Da wird dieses Jahr aufmachen Jedburgh. Jedburgh ist noch der Projektname an der Borderline. Eine kleine Lowland-Distille, wobei das nur ein Spielzeugding ist. Das große Ding wird irgendwann Mossburn heißen. Okay. Beide, sowohl Jedburgh als auch Mossburn, sind ausgelegt als Grain- und Malt-Distillen. Ja. Jedburgh in klein, Mossburn Kapazität bis zu 25 Millionen Liter. Wow! Und ja, jetzt fangen sie an, den Namen Mossburn so ein bisschen bekannt zu machen mit unabhängigen Apfeln. Ja. Haben halt bei Diageo, bei Beam, aber eben nicht 3, 4, 5 Fässer, sondern eher ein paar hundert Fässer sich zusammengekauft und füllen die jetzt unter dem Namen Mossburn ab. Zwei Blended Malts, die sie speziell noch behandeln und 6 Single Malts, die aber in Batches abgefüllt werden. Nicht Einzelfässern, sondern schon ein paar tausend Flaschen. Sehr spannende Geschichte und ja, ich finde es eine klasse Sache. Whisky schmeckt, Ausstattung stimmt, Preise stimmen. Super. Machst du vielleicht 2 von diesen Flaschen hochhalten, die dir deine Lieblings-Mossburn Society sind? Ob das eine von der Blends ist oder eine Single Malt? Ich greife mal tatsächlich zum günstigsten, der Mossburn Blended Malt Speyside. Ja. Da ist eben, wahrscheinlich hältst du es gleich mal am besten rein. Das Interessante ist deren Cask Receipt, wie sie es nennen, die Cask Bill. Hier nennt sich das RBOSHC. Das klingt etwas wie von Four Roses. Es gibt auch immer wie diese komische, man muss entziffern, was das ist. Erzähl mal, was ist das? So ähnlich ist es hier auch. RB heißt, das ist das Grundholz. Refill Barrel, also gebrauchte American Barrels, wo schon mindestens einmal schottischer Whisky drin war. Dann werden einige Dauben dieses Fasses mit OS, Oloroso Sherry Dauben, ersetzt und heavily charred Fassköpfe werden nochmal extra, sind aus europäischer Eiche und werden nochmal richtig kräftig ausgetoastet. Das Ganze wird mit 46% abgefüllt und gefiltert und filtriert. Richtig schön, was wirklich drin ist. Sie rücken nichts raus. Beim Islay oder Island habe ich so mittlerweile die ein oder andere Vermutung. Hier, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie die Distillen verwenden, die sie auch als Single Malt gekauft haben. Da haben wir Inchgrauer, da haben wir Craig Ellery, da haben wir Linkwood. Wahrscheinlich werden sie sich aus dem Bereich versorgen. Das Produkt, was rauskommt, ist richtig schön, liegt mit 30 Euro. Super. Auch noch in einem Preisbereich. Ja. Das sind nicht die Whiskys zum Anbeten und Niederknien, das sind die Whiskys zum Aufmachen und Spaß haben. Ja, super. Und vielleicht noch eine zweite, denn da ein bisschen hochwertiger. Bestimmt hast du da auch einen Favorit. So, schauen wir mal, was er hier aussucht. Also es gibt, glaube ich, sind 8 verschiedene Flaschenabfüllungen, die auf den Markt gekommen sind. Oder sogar noch mehr. Hier haben wir jetzt von den Single Malts Vintage Cask, das Cask Number 4. Okay. Das ist ein Tierninnig, also eine Distille, die du relativ selten hast. 2007, 10 Jahre alt, in Fassstärke mit 59,1 abgefüllt, aus einem Butt, wobei das wohl ein Refill-Butt ist. Wobei erstaunlicherweise die Aromatik ist da. Du hast die Süße, du hast diese leichte würzigen Noten vom Sherry, aber eben nicht mehr die Holznoten, die Tanninnoten. 59,1 Umdrehungen, geht runter wie Olivenöl mit Honig. Finde ich grandios. Ist jetzt auch tatsächlich der erste. Ich habe mir gerade noch für uns, für Deutschland, die letzten 120 Flaschen gesichert. Die sind in der Tat limitiert, weil die Alkoholstärke kannst du natürlich nicht exakt nachbauen. Die 46er werden im nächsten Batch nachkommen. Wenn jetzt ein neuer Tiernini kommt, wird das halt Nummer 7 oder Nummer 8 oder sonst was sein, weil er eine andere Stärke hat. Super. Und auch da, glaube ich, ist 54 Euro ist auch nicht unbedingt zu teuer dafür. Absolut cool. Nein, das Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Ja. Wie gesagt, der große Vorteil ist, da steckt jemand mit viel Geld dahinter, der eine Sache langfristig aufbauen will. Du hast keine junge Start-up-Investmentgesellschaft, die möglichst schnell möglichst Geld haben muss. Klar ist es immer noch ein Preis, wo du sagst, naja, es gibt auch einen 10-Jährigen für 40 Euro, aber ja, es gibt immer wen, der billiger ist. Ja.
Ob er preiswerter ist, ist noch eine ganz andere Frage. Ja, auch schmackhafter und besser auch, das ist die Frage. Super, das heißt, wann können wir was Neues auch denn von Mossburn erwarten? Wahrscheinlich noch dieses Jahr. Also ich habe gerade gestern mit dem Robert Hastings, das ist der Managing Director, gesprochen. Eben Tiernanig und Blair Astle, die beiden Fassstarken, sind jetzt zu Ende. Die werden in Kürze ersetzt. Und es kommen noch weitere. Das war leider der gesamte Inhalt der E-Mail. Wir sind in der Informationspolitik recht zurückhaltend. Genau. Man weiß, was man hat, wenn da schon eine Lieferung unterwegs ist vielleicht, ja? So ungefähr. Und was dann auch noch spannend ist, zusätzlich bauen sie gerade auch noch in Japan, haben sie schon eine Sake-Distille, wo jetzt auch gerade eine Whisky-Distille entsteht. Also wahrscheinlich wird schon im vierten Quartal da auch der erste Whisky kommen aus Japan. Also wirklich eine ganz spannende Geschichte. Und wie gesagt, was ich interessant finde, da geht es nicht um großes Geld verdienen, da geht es um einen beknackten Schweden, der viel Geld hat und daraus mit Spaß einen Spirituosenkonzern aufbaut und vor allem auf Qualität achtet. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, zusammen mit Andrea Caminici von Schlumberger. Und wir haben da gerade diese Mossburn da besprochen. Tschüss. Tschüss, viel Spaß mit den Whiskys, wenn ihr sie mal probiert. Danke.